SWR 3, die Tierdogs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es sind zwei Enten. Aha, und was haben sie dann? Sie fressen die ganze Zeit Mehl. Ha, stimmt, weil sie zu Fleisch nicht verarbeitet werden wollen. Da braucht man ja einmal ein bisschen Mehl. Wie bitte? Ich wollte sagen, dass die zwei Donalds immer laut machen sollen. Aha, machen wir leise. Klingt soweit normal. Entschuldigung, die fressen jeden Tag kiloweise Mehl. Das kann doch nicht normal sein. Enten leben in den verschiedensten Lebensräumen, darunter Süß- und Salzwasserumgebungen wie Seen, Teiche, Flüsse, Sümpfe und Ozeane. Als Allesfresser ernähren sie sich normalerweise von Wasserpflanzen, Insekten, kleinen Fischen, Krebstieren und Samen. Und Samen. Das lege ich ihnen auch jeden Tag hin, aber sie wollen lieber Mehl. Ach, irgendwie schmeckt das Mehl ein bisschen bitter. Mein Mund ist irgendwie taub. Aber natürlich, das ist gar kein Mehl. Das hier sind Drogenkonsumenten. Ah. Drogenkonsumenten? Ja, verflixt und zugekokst, halt ich's aus. Deshalb war das Mehl wohl auch immer so teuer. Genau, das da ist übrigens auch kein Mehl. Sondern? Unsere Rechnung. Bald wieder. Was hat er dann?